Hallo und willkommen im Jenseits. Wir spielen heute Blood Rage, ein Spiel, in dem Wikinger verschiedener Fantasy-Couleur antreten, um in einem nordisch angehauchten Jenseits rings um Yggdrasil darum zu kämpfen, wer mit dem meisten Ruhm in den Weltuntergang geht. Ragnarök ist da, wir haben noch drei Zeitalter. Klingt eigentlich recht großzügig, aber im Grunde sind das drei lange Runden, um uns gegenseitig auf die Umme zu hauen und Orte zu plündern, um stärker zu werden und Ruhm zu sammeln und Leute nach Valhalla zu schicken. Und wer am Ende dann am besten dastand, die beste Figur gemacht hat beim Sterben, der hat gewonnen. Die Welt wird hier nicht gerettet, dafür ist es offensichtlich schon zu spät in diesem Spiel. Als allererstes möchte ich anmerken, dass das Art-Design von diesem Spiel wirklich großartig ist. Das Cover sagt eigentlich schon alles, was man über dieses Spiel wissen muss. Heranstürmender Wikinger, Schädel, ein Logo, das aussieht, als würde es zu einer Metalband gehören, Blut, Weltuntergang, Chaos. Und dann haben wir in der Regelbeschreibung drin unglaublich schöne Illustrationen. Vom Stil her unglaublich atmosphärisch. Warte. Ha, die Walküre hier ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Toll getroffen. Düster, dramatisch. Könnte auch alles super sich auf einem Albumcover machen, finde ich. Ich würde einen Fantasy-Roman kaufen, der so aussieht. Muss ich ganz offen sagen. So. Und natürlich die Miniaturen. Wir haben hier neben den ganzen Monstern, zum Beispiel hier diesen Feuerriesen oder einen sehr schicken großen Troll, haben wir natürlich auch haufenweise kleine Soldaten. An Nico, der außerhalb des Bildes sitzt, weil er gleichzeitig die Kamera bedient, habe ich eine Einheit verteilt, einen Clan, der sich der Bärenclan nennt. Und die haben unter anderem Leute, die Bärenfelle tragen. Das ist noch naheliegend. Ich werde einen Clan spielen, der sich der Schlangenclan nennt und der sich dadurch auszeichnet, dass seine Krieger allesamt fast unbekleidete Damen sind. Moment. Rüstung um die Schultern, aber an der Boob. Das kann man jetzt auf der Mini nicht so richtig erkennen. Ja, vielleicht male ich sie irgendwann nochmal an. Haha. Ja, bitte. Also das Design ist natürlich total in your face sinnlos, aber ich mag es. Es ist so übertrieben, irgendwie Barbaren-Fantasy-Metal, dass es mich wieder anspricht. Es ist ehrlich einfach in seiner Art und Weise. So, den ersten Schritt, den wir jedes Zeitalter machen, sind die sogenannten Göttergaben, weil die Götter sagen, hey, End-of-the-World-Party. Lasst uns doch nochmal richtig hier übernatürliche Dinge verteilen, damit die Leute nochmal ordentlich was reißen können. Das heißt, wir haben nach einem Draft-System uns jetzt jeweils 6 Karten auf die Hand zusammengestellt. Davon gibt es rote Karten, die wir legen können, wenn wir tatsächlich in eine Schlacht ziehen, also plündern und uns gegenseitig darum kloppen, wer ein Gebiet ausrauben darf. Und es gibt Aufrüstungskarten. Und wir sind jetzt in der Phase, die sich Aktionen einfach nennt. Und da können wir 5 verschiedene Dinge tun. Wir können eine Invasion durchführen, das heißt eine Figur von unserem Lager hier auf ein Dorf im Spielfeld setzen und sagen, die ist jetzt da. Im Spiel wird gefragt, ob du das überhaupt schon mal gespielt hast oder ob das jetzt die Premiere ist, die wir erleben. Es wurde gefragt, ob das die Premiere ist und ja, das ist es. Ich habe mir die Regeln auf der Rückfahrt hierher durchgelesen. Nico hat noch gar keine Ahnung, was auf ihn zukommt, außer einen sehr großen, groben Überblick, den ich gegeben habe. Das heißt, er wird wieder durch pures Glück gewinnen, wie jedes Mal, wenn wir das so machen. Er hat keine Taktik, aber am Ende läuft es irgendwie doch gut für ihn. Wir haben jetzt schon mal eingestellt, wir haben hier Werte drauf, die uns gewisse Grenzen setzen. So haben wir zum Beispiel Wut. Wut ist die Grundlage von allem, was wir tun. Wir müssen nämlich Wutpunkte bezahlen und wenn wir bei Null sind, können wir keine Aktionen mehr durchführen und wir gehen in die nächste Phase des Zeitalters. Dann haben wir nochmal, neben Wutpunkte, die hier auf der Leiste abgezählt werden, haben wir nochmal einen Marker, der sagt, wie viel Wut wir maximal haben. Der steht am Anfang auf 6. Äxte, das heißt, wie viel Ruhm bekommen wir, wenn wir in einer Schlacht bei einer Plünderung gewonnen haben. Und Hörner, warum auch immer, sagt, wie viele Figuren wir maximal auf dem Spielfeld haben dürfen. Das ist am Anfang 4. Indem wir plündern, nämlich ein Gebiet, wenn wir da Figuren drin haben, ansagen, wir wollen das jetzt gerne ausrauben. Und wenn wir allen anderen in die Fresse hauen, die das ebenfalls versuchen, dann können wir diese Werte noch verbessern. Jedes Gebiet nach Zufall hat jetzt einen von diesen Markern bekommen. Hier kann man Äxte verbessern, hier Hörner, da Wut. Und in der Mitte darf man alles 3 verbessern bei Yggdrasil. Und wir können jetzt also eine Aktion machen, Invasion, eine Figur aufs Spielfeld setzen, klopp. Eine Figuren von einem Gebiet in einen angrenzenden, nee, in jedes beliebige andere irgendwie ziehen, aber immer nur von 1 in 1, also nicht aus 2 Gebieten in 1 oder aus einem Gebiet in 2.
Und das ist auch die einzige Möglichkeit, um nach Yggdrasil zu kommen. Das heißt, dort kriegen wir nur Truppen hin, indem wir sie erst mit einer Invasion in einen angrenzenden Bereich bringen und dann rüberziehen. Mit einem Marsch. Wir können aufrüsten, also eine Karte spielen und dafür die Wutpunkte bezahlen. Wir können eine Aufgabe annehmen, die wird dann umgedreht hier draufgelegt. Das sind grüne Karten, die sagen in der ersten Linie, du musst ein Gebiet in folgender Region besitzen, in dem du dann die meisten Stärkepunkte, also 1 für einen Krieger, 3 für einen Anführer, 2 für ein Schiff, das daneben geparkt ist, hast. Und plündern halt eben sagen, so, dieses Gebiet wird jetzt ausgeraubt, dann darf man noch aus umliegenden Gebieten jeder da welche reinschmeißen, dann wird geguckt, wer hat die meiste Stärke, der Verlierer, alle Krieger wandern nach Valhall, der Sieger kriegt Ruhm und einen Aufbesserungspunkt. Und wir machen das jetzt immer abwechselnd. Der Startspieler ist die Person, die am weitesten im Norden geboren wurde. Da du aus Baden-Württemberg kommst, habe ich, glaube ich, gewonnen. Das ist auch besser, denn ich wüsste jetzt nicht, was ich tun soll, weil ich dir wie immer nicht zugehört habe. Also es ist sinnvoller, wenn du anfängst. Ich fange an. Und zwar wähle ich als erstes die Aktion Aufrüsten und ich spiele eine Clan-Aufrüstung namens Fricks Ausstrahlung. Jede andere Aufrüstungskarte kostet mich eine Wut weniger und dieselbe kostet mich null. Es gibt also für verschiedene wichtige Götter hier Karten, die aber auch ungefähr in dieselbe Richtung gehen. Frick gibt immer Boni und Buffs, Thor macht mehr Schaden und Tyr auch. Und Loki gibt einem Ruhm dafür, dass man es verkackt. So, das war meine erste Aktion. Du bist dran. Achso, das war's. Spiel eine schwarze Karte oder eine grüne mit dem Gesicht nach unten. Ich spiele eine schwarze Karte mit dem Gesicht nach unten. Nein, ja. Du spielst, was ist das? Das ist eine Monster-Aufrüstung. Ja, das bringt überhaupt nichts, oder? Nein. Du kriegst dafür eine weitere Figur. Du kriegst diesen Troll. Ich krieg den jetzt? Du kriegst den jetzt. Ja, du zahlst 2 Wut. Ich zieh die dir mal ab. Dann kriegst du den Troll. Cool. Und Du darfst dann direkt mit ihm eine Invasion durchführen, ohne dass du dafür bezahlen musst. Wo soll er hin? Hilf mir, wo macht das denn? Wo ergibt es denn Sinn? Also die Gebiete sind alle schon vernichtet. Da nicht. Ja. Das wird als nächstes vernichtet. Wenn du noch irgendeine Karte findest, mit der du Boni bekommst, wenn du Leute aus Valhall wiederbekommst, würde ich mich dahin stellen. Dann machen wir das vielleicht so. Ja? Keine Ahnung. Zack. Ja. Ah, ich habe hier noch keine Figur drin. Du gehst nach Anlang. Maggie hatte recht, als sie sagte, ich habe keine Strategie und keine Taktik, ich mache irgendwas. Da steht ein Troll und die Aufrüstungskarte legst du jetzt da, wo Monster-Aufrüstung steht. Monster-Aufrüstung. Wir zeigen das mal. Da bin ich wieder dran. Ich spiele wieder eine Aufrüstung, und zwar Lokis Herrschaft. Ich kriege einen Punkt Ruhm für jede Spielfigur, die aus Valhalla zurückkommt. Kostet mich keinen, weil ich Fricks Ausstrahlung ausliegen habe. Du bist dran. Ich versuche gerade dort im Chat zu antworten. Du hast eine Hand zu wenig. Bitte? Ich habe eine Hand und einen Kopf zu wenig, ja. So. Severus Beeper Brox wäre die ideale Person für deinen Job. Du hast recht, aber der hat einen besseren Job. Ja. So, was... Du kannst wieder eine Karte ausspielen, ja? Oder sagen, du plünderst oder du bewegst deinen Troll. Also kann ich zum Beispiel so oder noch eine weitere Figur aufs Spielfeld setzen. Kann ich so eine Bonuskarte hier ausspielen? Ergibt Nein, die sind erst für den ersten Kampf, die roten. Okay. Ich kann nur eine schwarze oder eine grüne Karte spielen. Dann spiele ich jetzt wohl eine grüne Karte. Dann sucht er aus, welche einem davon Sinn und macht. Und drück sie dir in die Hand, damit du sie mit deiner wohlklingenden Stimme vor... Ich dachte, du liest sie vor. Die darfst du mir eigentlich nicht zeigen. Okay, das ist nämlich deine Aufgabe. Aber wie soll ich denn den Leuten da draußen vermitteln, was da draufsteht, wenn du es nicht erfahren darfst? Willst du dir kurz die Ohren zuhalten? Ich habe gesehen, was es ist. Nein, hast du nicht. Halte die Ohren zu. Die Karte heißt Alfheim. Nico liest irgendwelchen Scheiß vor, oder? Der liest nicht vor, was da auf der Karte steht. Ich wette es. Ich kann das nicht machen, wenn du gleichzeitig sprichst. Okay. Da steht eine 5 drauf. Wenn erfüllt, erhöhst du deinen Clanwert um eine Stufe. Ist das nicht toll? Wenn erfüllt heißt, habe in wenigstens einem Alfheim-Gebiet Grau die größte Stärke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Alfheim... Ja, es gibt noch eins. Okay, das kriegen wir hin. Ich lege die jetzt irgendwo hin. Maike, du darfst aufhören, dir die Ohren zuzuhalten. Ja, mit dem Gesicht nach unten, da auf dein Clan-Symbol. Hier so? Ja, genau. Ich zeig das mal. Und das musst du am besten bis zum Ende der Runde erfüllt haben, die Aufgabe. Dann kriegst du nämlich den Wert, der draufsteht, an Ruhm. Ich spiele eine Monsteraufrüstung und kriege den Zwergenkönig, den Zwergenhäuptling. Jetzt haben wir einen Troll und einen Zwerg im selben Gebiet stehen. Dann kommt nämlich auch dahin. Plopp. Du bist dran. Der kostet mich einen. Wir machen das so lange, bis wir bei Null sind mit Wut oder... So.
Jetzt mache ich mal was anderes als die Karten. Ich kann jetzt eine Figur aufs Spielfeld setzen, zum Beispiel. Ja. Ich habe keine Ahnung, was diese Figuren. Der hier hat das ist dein Anführer. Der ist 3 Punkte wert. Dann setze ich den zuerst irgendwo hin. Mhm. Und der kostet auch nichts, irgendwo hinzusetzen. Okay, dann setze ich ihn mal in die Mitte. Da darf er nicht direkt hin. Du musst erst außen anfangen und dann darfst du in die Mitte ziehen. Dann setz ihn doch mal da ganz da. Da? Ja. Nach Muspelheim. Kalt. Ich mache dasselbe. Ich ziehe meine Chefin, meine Anführerin, meine fast Nippelbarbarin hier hin. So, ich kann jetzt wieder einen platzieren, richtig? Ja. Jetzt oder mal, welche ziehen. Du ja Expertin in dem Spiel bist, ergibt es Sinn, mehr Leute erstmal in ein Feld zu ziehen oder soll ich sie wild verteilen? Dann kriegt mein Bären, Anführer jetzt noch einen Bärenhammerschwinger dazu. So. Der kostet dich 1 zu platzieren. Ich habe gerade hier von meiner Punkteliste einen Punkt abgezogen. Und die anderen beiden sind Würfe draufgegangen? Die anderen beiden Punkte für den Troll? Für den Troll. Meine Aktion ist Marsch. Ich bewege meine Figuren aus Anolang nach Yggdrasil. Und das kostet mich 1 Punkt. Du bist dran. Ich bin dran. Ich finde es tatsächlich extrem schwer, aus der Entfernung zu unterscheiden, was deine und meine Figuren sind, weil die Farbe die gleiche ist. Ja, deswegen haben sie gelbe oder braune Ränder. Ja, okay. Gut, dann setze ich noch so ein Heini auf. Was heißt das? Muspelhausen? Muspelheim. Kostet dich wieder 1. Ja. Ich setze noch eine Person hier hin. Kostet mich auch 1. Du bist dran. Ich setze noch eine Person nach Muspelberg. Du weißt aber schon, was deine Aufgabe ist, ne? Nö. Hast du schon wieder vergessen? Erklär's mir nochmal. Ich habe deine Karte kurz gesehen, deswegen war es total albern, dass ich mir die Ohren zugehalten habe. Du musst ein Gebiet in Mannheim und nur noch eins davon ist nicht zerstört, besetzen und in höheren Stärkewert drin haben. Mannheim ist das hier, wo Mannheim dran steht. Ich wollte dich verwirren. Achso, okay. Wer ist dran? Ich? Du? Keine Ahnung, ich glaube, du bist dran. Ich bin dran. Nimm das mal ernst hier. Dann setze ich noch eine Person hier hin, nach Utgard. Du bist dran. Okay. Mir ist meine Aufgabe wieder eingefallen. Ich setze eine Person nach da. Nurkulor. Und damit bist du bei 0 und kannst keine Aktion mehr machen. Ja. Ich setze noch eine Person hier hin. Und eine Person hier hin. Du kannst ja nichts mehr machen. Jetzt bin ich auch bei 0. Und jetzt sage ich meine Plünderaktionen an. Ich plündere Yggdrasil. Jetzt hast du die Chance, Figuren noch darüber zu ziehen, aus benachbarten Gebieten, was alle sind. Du fängst an, dann fange ich an. Das kostet uns keine Hut. Ich kann jetzt also einfach eine Figur darüber schieben? Ja. Dann schiebe ich mal meinen ersten Hammerschwinger darüber. Oder muss erst der Anführer gehen? Nö. Kannst du machen, wie du willst. Du ziehst den rüber. Daraufhin ziehe ich die rüber. Ja. Dann ziehe ich jetzt den Anführer rüber. Daraufhin ziehe ich die hier rüber. Okay, dann noch einen. Kann ich den Troll rüberziehen? Ja. Dann ziehe ich den Troll rüber. Ja, erstmal bin ich noch dran. Dann ziehe ich die noch rüber. Jetzt bist du dran. Bei den anderen Gebieten gibt es das Maximum für Figuren, die durch die Dörfer dargestellt werden. Aber Yggdrasil können sich so viele kloppen, wie du willst. Du bist mit dem Troll dran. Ich bin mit dem Troll darüber, ja. Okay. Okay, ich höre auf. Willst du noch ziehen? Du hast noch 2, die du rüberholen kannst. Ja, dann ziehe ich noch einen rüber. Aus Muspelheim nehme ich an, ne? Mhm. So. Jetzt können wir aus unseren Handkarten eine von uns hinlegen. Wenn wir eine rote Karte hinlegen, dann kommt die noch zu den. Wird die noch dazu gerechnet, der Wert, der drauf ist. Wenn wir eine andere Farbe, andersfarbige da hinlegen, dann gilt es sozusagen nicht. Okay, dann lege ich die hier dahin. Und zwar die plus 5. Genau. Hier, normalerweise legen wir sie sich nach unten und dann zeigen wir. Ja. So, dein Troll ist 2, ja. Dein Anführer ist 3, sind 5, 6, 7, 8 plus 5 sind 13.
Ich habe meinen Zwerg 2, 5 mit meiner Anführerin, 6, 7, 8 plus 2 sind 10. Du gewinnst. Alle meine Figuren gehen nach Valhalla. Und du darfst alle deine drei Punkte, ich mache das mal für dich, einen nach vorne rücken. Und außerdem kriegst du 3 Ruhm. So. Du bist dran. Möchtest du was ausplündern? Zum Beispiel Myrkolor? Ja, ich möchte Myrko-Dings da ausplündern. Ja, dann könnte ich jetzt Figuren ziehen, aber ich habe keine in benachbarten Feldern stehen, weil alle tot sind. Deswegen kriegst du automatisch 5 Ruhm, das ist die Belohnung hier. Du hast schon 8 Ruhm. Dann bin ich dran und ich plündere Anolang. Möchtest du eine Figur aus einem benachbarten Feld rüberziehen? Ah Mist, du hast da deine ganze Armee stehen. Soll ich das mal machen, um zu gucken, was passiert? Ja, wieso nicht? Ja. Alle? Ja. Ah, geht. Du kannst nur 2 rüberziehen. Okay. Weil hier ja Dörfchen sind. Die beiden sind gut. Ja, ich bin tot. Du kriegst 4 Ruhm. Und dein Hörnerwert erhöht sich um 1. Das ging nicht so gut aus für mich. Jetzt. Zeit. Jetzt die Aufgaben. Deck deine Aufgabe auf. Ja, meine Aufgabe war, habe in mindestens einem Alfheim-Gebiet die größte Stärke. Alfheim? Ja. Mist. Hast du mich... Gilt aber auch, weil du stehst in Anolang der meisten Stärke. Ich habe Mannheim vorhin gelesen, Entschuldigung. Und welcher Wert steht drauf? Wenn erfüllt, erhöhst du deinen klaren Wert um eine Stufe. 5 steht drauf, als hier oben, wenn du das meinst. Deinen Clanwert? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, du kennst es. Es gibt keinen Clanwert. Es gibt Wut, Äxte. Was soll das denn? Aber auf jeden Fall kriegst du 5 Ruhm. Ja, kann uns jemand von euch sagen, was der Clanwert ist bei dem Spiel? Denn es wird jetzt gerade nicht so wirklich schlüssig dargestellt. Deine Clan-Werte, kann das sein, dass da ein... Deine Clan-Werte. Du darfst alle deine Werte um einen erhöhen. Alter, du hast jetzt schon gewonnen. Okay, ich erhöhe meine... Ja. So, jetzt kommt Ragnarök. Hast du das schon gemacht, gerade für mich? Ja. Ich mache es immer rückgängig, damit ich das zeigen kann. Ja. Ich erhöhe meine Clan-Werte um einen. So. Ja, schön. Anolang wird zerstört. Krabums. Deine Figuren wandern nach Valhalla. Der und mein Troll ist auch noch Valhalla? Ja. Auch der Troll darf nach Valhalla. Anolang ist zerstört. Der Untergangsmarker geht jetzt nach Utgard. Das ist als nächstes dran. Zack. Und als allerletztes, genau, für jede Figur, die da drin war, die zerstört wurde, kriegst du 2 Ruhm. Ich hab 0, du hast 21. Was habe ich gesagt? Du hast das ziemlich gut prophezeit. Ja, und jetzt kriegen wir alle unsere Figuren aus Valhalla wieder. Die werden nämlich zurückgeschickt, damit sie nochmal kämpfen können. Die armen Schweine, die wollen sich doch nur ausruhen. Ja, und ich kriege dank Lokis List für jede Figur einen Ruhm. Immerhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du nicht, weil du keine Lokis List ausliegen hast. Aber du kriegst sie trotzdem. Das finde ich unfair, dass ich diesmal keinen Ruhm kriege. Oh. So, von unseren Handkarten dürfen wir jetzt eine ins nächste Zeitalter mitnehmen. Die anderen werden weggeschmissen. Mhm. Die anderen kommen weg. Auch die ich benutzt habe? Nee, die auf deinen Karten, die Aufrüstungen, die behältst du. Die bleibt, okay. Ja, such dir aus deinen Karten. Die ich ausgespielt habe, die ist auch weg, oder was? Die ist auch weg, ja. Alles klar. Ich kann von hier nicht so wirklich lesen, was welche Region ist, weißt du das? Das ist also Jotunheim. Blau ist Jotunheim, ja. Mannheim ist gelb, Alfheim ist grau. Also ich behalte eine und die ausgespielten kommen auch wieder weg, oder was? Und die gebe ich dir zurück, richtig? Ja. Eine hast du behalten? Ja. Gut. So, die sind weg. Jetzt machen wir wieder das Draften. Siehst du, wie schnell das geht mit einem Zeitalter hier? Jeder von uns kriegt 8 Karten. Achso, jetzt machen wir wieder diese verwirrende Kartengeschichte. Ja, jeder sucht sich 2 aus.
Dann reichen wir hin und her. Aber die, die ich behalten habe, die behalte ich auf jeden Fall, oder was? Mhm. Ist ja egal. So, ich habe die zwei rausgesucht. Soll ich jetzt drei oder zwei haben? Du solltest jetzt drei haben, weil okay. Du eine übrig behalten Richtig. Hast. Oh, hier habe ich aus Versehen noch eine Karte drin, die erst ab 4 Spielern benutzt werden darf, aber dann ist das jetzt halt so. Das ist jetzt egal. Habe ich 5? Und ich soll 7 haben jetzt, oder was? Am Ende 7, ja. So, fertig. Das geht zurück. Und damit sind wir auch schon bei den Aktionen angekommen. Ja, ich nehme an, du fängst an. Nee, jetzt bist du als erster dran. Kann ich nochmal so ein Monster ausspielen oder kann ich immer noch ein Ja, du darfst bis zu 2 Monster in deiner Armee haben. Ich spiele noch die Valkyrie und leg die auf meinen Troll. Und ja, du fängst an mit 8 Wut, ne? Richtig. Genau. Ich fange an mit 6. Super. Also. Ja. Warum mit 8 Wut an? Weil du deinen Wutwert gesteigert hast in der letzten. Richtig. Genau. Gut, also ich leg die Valkyrie auf meinen Troll. Daneben, da sind 2. Ich leg die Valkyrie neben meinen Troll und gucke, ob sie sich von selber aufeinander liegen. Wo ist denn die Valkyrie? Da ist die Valkyrie. So, die darfst du dann jetzt auch direkt setzen. Da hätte ich die gerne da in... Kostet dich 2. Darf ich da noch jemanden platzieren? Hier? Links? Ja. Ach, übrigens, die sind auch nicht mehr in quasi. Ja. Ne? Hier. In Muspelheim. Zack. Ich spiele den Dunkelelf. Wer ist denn der Dunkelelf von euch? Ich glaube, der hier. Und der darf direkt auch nach Yggdrasil springen und ist dort stärker. Deswegen springt er direkt nach Yggdrasil, weil er dort stärker ist. Gut, ich lege nochmal eine Mission für mich aus. Ich auch. Du bist dran. Dann spiele ich den Troll auch noch. Und der kommt auch neben die Valkyrie. Warum reitet die eigentlich nicht? Auf dem Bild reitet die. Ja, weiß nicht. Musst du den Designer fragen. Ich spiele Waffenkundiger. Das ist eine Kriegeraufrüstung. Die haben jetzt den Wert 2. Kostet mich 2. Dadurch darf ich direkt einen Krieger setzen. Und zwar nach Ökolor. Die roten Karten werden im Kampf gespielt, hast du gesagt. Mhm. Da gibt es keine Ausnahme. Genau. Dann kommt mein Anführer zu meinem Troll und fällt hin. Ich spiele meine Anführerin, das kostet mich nichts und sie geht nach Mirkulor. Du bist dran. Kann ich mit jemandem schon in die Mitte ziehen jetzt? Oder ja. Ja, dann ziehe ich mal mit der Valkyrie in die Mitte. Willst du nicht alle? Ich kann alle auf einmal? Ja. Dann, alle aus einem Gebiet. Dann alle bis auf den Anführer in die Mitte. So. Ich plündere Mirkulor. Okay. Willst du Figuren hinziehen? Nö. Gut. Ist eh kein Platz mehr frei, fällt mir auf. Geht gar nicht. Das heißt, dein Krieger wird getötet. Ich bekomme 5 Ruhm. Und nochmal 3 dazu, weil ich eine Schlacht gewonnen habe. So. Du bist dran. Ja, ich setze einen Hammerschwinger hier hin. Der kostet dich 1. Ja. Hast du den Trolleinsatz überhaupt bezahlt? Hast du nicht? Ich fürchte nein. Genau. Ich spiele Odins Eingebung. Deine durch Ragnarök getöteten Spielfiguren bringen dir die doppelte Menge an Ruhm. Und wenn wir jetzt die Runde haben und dann noch eine, ist es eh vorbei schon, ja? Mhm. Okay.
Ja, dann hätte ich gerne noch einen Hammerschwinger neben dem anderen Hammerschwinger. Und ich bezahle diesmal auch, ne? So einen, ne? Ja. Ich bezahle meinen letzten, um zu marschieren, und zwar aus Myrkolor nach Yggdrasil. Okay, ich ziehe noch einen Hammerschwinger und den Anführer nach Yggdrasil. Das kostet eins. Jetzt kannst du noch, ich kann nichts mehr machen, ich bin bei null. Jetzt kannst du noch irgendwas anderes machen. Ja, dann kommt noch einer aus. Was ist mit den Schiffen eigentlich? Wann kommen die ins Spiel? Die kosten zwei und die kannst du in Fjord setzen, die okay, unterstützen beide anliegenden Gebiete. Dann machen wir das nächste Runde und jetzt kommt noch mal ein Hammerhelm nach Muspelheim. Ja, ich kann nicht mehr viel machen. Ich sage mal wieder Yggdrasil plündern an. Das geht wieder nach hinten los, ich sehe das schon. Das heißt, es gibt wieder eine Schlacht. Ja. Das heißt, ich spiele eine Karte aus. Willst du Figuren aus dem Nachbarfeld rüberziehen? Ist das denn nötig? Ja, wenn ich das kann, dann zieh noch eine rüber, ja. So. Dann. Kann ich jetzt eine Karte ausspielen? Oder wie läuft das nochmal? Du zuerst, ich zuerst. Wir spielen beide eine Karte mit dem Gesicht nach unten. Deckt hin diesmal, ja. Ja. Und jetzt decken wir beide auf. Decken sie auf. Ui, ist ein voller Unterschied. So. Warum hast du immer diese krassen Karten? Keine Ahnung, ich habe Glück beim Ziehen. Also, du hast 2, die Walküre ist auch 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Ja. Ich habe 3 für den Dunkelelf in Yggdrasil, 6, 7, 8, weil ich die aufgebessert habe. 7, 8. Lokis Verrat gehörst du zu verlieren, stiehlst du 2 Ruhm vom Sieger. Ja, darauf geht's mal hinauslaufen. Ich gehe 2 Ruhm zurück und du gehst 2 vor. Richtig? Ja. Dann sterben alle meine Leute. Du kriegst, weil du den Äxtewert 5 hast, noch 5 Ruhm für die gewonnene Schlacht. Und du darfst alle deine Werte um einen erhöhen. Das machen wir doch. Ja. Mal. Genau. Danke, dass du das machst. So. Und das war diese Runde? Jetzt kommen die Aufgaben. Genau. Ich habe meine nicht erfüllt. Ich habe meine, glaube ich, erfüllt. Ich bin mir nicht sicher, weil ich hier nicht wirklich lesen kann, was da steht. Aber meine Aufgabe war, habe wenigstens ein Jotunheim-Gebiet blau die größte Stärke. Habe ich das geschafft? Ja. Das heißt, ich krieg nochmal 7 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und was steht unten drunter? Wenn erfüllt, erhöhst du eine deiner Clan-Werte um Stufe 1. Eine meiner Clan-Werte um Stufe 1. Das heißt, welcher bringt den am meisten? Hut bringt am meisten, ne? Ja, das lässt dich auf jeden Fall mehr machen, das stimmt. Gut. So. Jetzt kann ich auf 12 gehen für den Anfang. Jetzt kommt erst nur noch Wagnerök und Valhalla. Willst du noch eine Karte behalten oder hast du alle gespielt? Wie soll ich denn alle gespielt haben? Ich hatte 7 Karten. Okay. Auf jeden Fall, erstmal kommt jetzt Ragnarök. Utgard wird zerstört. Krabums. Niemand war in Utgard. Als nächstes ist Muspelheim dran. Als nächstes wird Muspelheim zerstört. Ja. Wo mein Hammerheini steht. Aktuell noch. Ja. Dann kommt Valhalla, alle Figuren kommen aus Valhalla zurück. Ich kriege 3 Ruhm, weil ich hier die Loki-Karte habe. Und alle kommen vom Spielfeld wieder ins Off. Ich habe zumindest ein bisschen aufgeholt. Ein bisschen. So, jetzt suchen wir uns eine Karte aus, die übrig bleibt. Ich wieder 2, ja? Ja. Aber dann ist gut, ja? Die Karten sind glitschig, die fallen mir runter. Wollen wir es dann zu Ende bringen? Weil wenn wir nicht weiterspielen, geht die Welt nicht unter. Ja. Du musst dir nochmal 2 raussuchen. Ich nehme jetzt irgendwelche. So. Sicher, jetzt habe ich echt viele Karten. 9. Hä? Du solltest 7 haben, okay. Dann hatte ich schon 7. Hier. Das schneiden wir erst raus. Ich sehe jetzt den Kommentar, dass das Gespräch mit unserer Vermieterin, schrecklich Nachbarin, doch hier durchdrang. Oder hast du wiederholt, was wir gesagt haben? Nein.
Ich habe nur gesagt, sie sei mitteilungsbedürftig. Ja, wir haben neuen Feuer, wir kriegen neuen Feuerlöscher. Jetzt haben wir keinen im Haus. Wir haben jetzt keinen Feuerlöscher im Haus. Ich muss darauf hinweisen, wenn es heute Nacht brennt. So wie die letzten Nächte auch. Ja. Dann weiß ich nicht, was wir tun. Und wir dürfen nicht auf dem Balkon grillen. Ich bin wieder Schauspieler. Wir dürfen nicht auf dem Balkon grillen. Nein, aber wir dürfen auf dem... Auf der Terrasse grillen. Okay, danke fürs Nachfragen. So, Aktionen. Ich fange wieder an. Meine Chefin geht nach Gimle. Okay, mein Troll geht nach... Schon wieder Muspelheim. Ja, das hat bisher funktioniert. Ich spiele eine Mission. Ich mach dir das nach. Kann ich mehrere Missionen spielen? Nee, nur eine. Okay. Du bist dran. Nein, ich bin dran. Ja. Ich lasse meinen Dunkelelf direkt nach Yggdrasil springen. Das hat mir schon mal. Ich setze meinen Anführer neben meinen Troll. Meine Taktik ist. Mir ist mal das Gleiche. Ja. Ich setze mein Schiff in den Fjord. Zwischen ich Gimle vergessen, und Mirkulor. Hier die beiden. Hier, das sind dann 9, ne? Das also 12 hatte ich. Die kosten 3. Nee, dein Anführer kostet dich gar nichts, aber der Troll hat dich 2 gekostet. Also 10, okay. Ja. Dann nehme ich auch mal ein Schiffchen. Schiff kostet mich 2. Schiff kostet dich 2. Welchen Fjord soll's? Einfach nur, um mal zu gucken, was dann passiert. Ich setze es mal in diesen nördlichen... Der ist zwischen 2 zerstörten Gebieten, das bringt dir gar nichts. Dann setze ich es halt und in es den... Und es passt da nicht rein. Kriegst da nicht rein! Es gehört da auch nicht rein! Es geht da nicht rein! Es gehört nicht da rein! Du weißt, welches Schiff es ist, weil es eine Fahne in deiner Farbe hat. Also ein Segel in deiner... Das ist der einzige Fjord, der Sinn macht. Ja, okay. Danke. Du bist dran. Ich plündere Gimle. Ich setze einen Hammerheini nach Nismeheim. Okay. Ich kriege einen Axt mehr. Das bringt mir ja total viel. Warte, ich muss noch die Punkte dafür. Ich vergesse es immer. Ne? Ich setze einen Krieger nach Gimle. Du bist dran. Ja, ich weiß, es ist nicht so wahnsinnig spannend, aber ich setze noch einen Hammer. Menschen, ich kann leider nicht ran. Verstehst du dich richtig? Danke. Ja. Und er wird auch bezahlt. Ich spiele eine neue Kriegeraufrüstung. Waffenmeister kostet mich 1. Du bist dran. Ich kann noch eine andere schwarze Karte ziehen, ne? Mhm. Die lege ich wohin? Oder je nachdem, was draufsteht. Das ist eine Clan-Aufrüstung. Dann kommt sie da auf eins von den Feldern. Okay. Verdeckt oder offen? Offen. Okay. Kostet dich 3. Kostet mich 3, wird auch bezahlt. Ich setz noch einen Krieger. Das tue ich auch. Und ich denke, ich setze ihn mal einfach nur, weil da drüben schon so voll ist, dahin. Und bezahle ihn auch. Ich gebe meinen letzten Punkt aus, um nach Yggdrasil einzumarschieren. Und ich tue dasselbe. Mit was? Mit allen? Mit allen bis auf einen aus dem blauen Bereich. So. Dann spielen wir jetzt beide eine Karte. Und diesmal hast du ja eine Chance. Du hast meinen Anführer da stehen lassen. Oh, sorry. Ja, das war. Hast du eine Karte ausgelegt? Noch nicht. Jetzt habe ich eine ausgelegt. Und wir decken sie auf. Mhm. Plus 4, plus 2. Gut. 2, 5, 6. 3, 4, 5. 11, weil ich die Aufbesserung habe, dass 2 Krieger gemeinsam 6 sind. 11. Warte, du hattest noch plus 4. Ja. Toll. 2, 5, also 10. 6. 10 gegen 11, 10. Du gewinnst. Ich würde gewinnen, ja. Ich habe sogar 13
wegen Odins Richtspruch. Du würdest nicht gewinnen, du gewinnst. Ich gewinne. Okay. Hätte ja sein können, dass du jetzt noch irgendwas anderes spielst. Es gibt ein paar Karten, die man dann später noch dazu reinwerfen kann. Alle, die Heimdall heißen. Oder fast alle, die Heimdall heißen. Achso, ja, das könnte ich machen. Willst du? Heimdalls Wache. Alle aufgedeckten Karten werden ohne Effekt abgeworfen? Nein. Das würde dir nichts bringen. Würdest du nicht gewinnen. Ja. Ich kriege für jede Spielfigur, die in der Schlacht getötet wird, 2 Ruhm. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann nochmal 4, weil ich eine Schlacht gewonnen habe. 1, 2, 3, 4. Und ich darf alle meine Werte einen nach vorne schieben. Na, siehst du, du holst noch auf. Kommt schon mal weg. Was haben uns jetzt diese Schiffchen gebracht? Oder passiert noch was? Das würde mich unterstützen, wenn hier eine Schlacht in einem der nebenliegenden Gebiete ist. Okay. Ich kann nichts mehr machen. Du bist dran. Wie kann ich sehen, ob ich was machen kann? Du hast noch einen Wutpunkt übrig. Du könntest zum Beispiel nochmal irgendwo hinmarschieren. Ich kann auch auf 0 gehen. Wenn du jetzt noch irgendetwas hast, was dich 1 kostet, wie zum Beispiel marschieren oder noch eine Figur setzen, ja, dann bist du bei 0. Das würde ja nichts bringen. Du würdest mich ja platt machen in diesem... Also ich habe keine Karte, die mir den Arsch retten würde. Deswegen beende ich, würde ich sagen, diesen Zug. Willst du noch irgendwas plündern? Zum Beispiel Mirkulo oder Muspelheim? Ja gut, dann plündere ich das noch. Welches? Das kostet auch 1 Punkt. Nein. Das kostet nichts? Nein. Dann kann ich auch beide plündern, oder? Ja. Dann plündere ich beide. Welches zuerst? Das Gelbe. Das Gelbe? Ja. Du plünderst das Gelbe zuerst. Da gewinne ich, weil mein Schiff daneben ist. Das hat 2 Punkte. Dann ist das so. Dann kriege ich 5 Ruhm. Ja. Wenn ich das nicht geplündert hätte, wärst du nicht vorbeigezogen, richtig? Ja. Okay. Nur um mal zu klären, wie das funktioniert. Genau. Und ich habe eine Schlacht gewonnen. 1, 2, 3, 4. Jetzt ziehst du echt vorbei. Hier mal so, willst du Muspelheim noch plündern? Natürlich will ich das noch plündern. Dann ziehe ich eine Figur rüber. Und dann ziehe ich alle anderen auch noch rüber. Was ich jetzt darf, ohne zu bezahlen. Jetzt legen wir eine Karte aus. Ja, ich habe nicht mehr so viele. Hier. Und wir decken auf? Wir decken auf. Ich habe keine Schlachtkarte, deswegen kommt die wieder auf die Hand. Du hast plus 0, aber alle aufgedeckten Karten werden ohne Effekt abgeworfen. Ja, das war jetzt komplett sinnfrei. Ja, die kommt also weg. Das heißt, du gewinnst auch diese Schlacht? Ja, Moment, das ist, ein Einser-Heini. Ja. Plus 2 für das Schiff sind 3. Ich habe 3, 9, 11. Das heißt, du hast mir jetzt nochmal komplett von der Karte gefegt? Ja. Ja, womit auch meine Karte, die mir Ruhm für jede überlebende Spielfigur gebracht hätte, mir nichts mehr gebracht. Also wenn ich es nicht geplündert hätte, hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Aber dadurch, dass ich geplündert habe, habe ich mich selber richtig in die Nesseln gesetzt. Das muss man sich halt überlegen in dem Punkt. Du hast es ja auch nur gemacht, um zu zeigen, wie das ist. Ja, klar, nicht, weil ich doof bin. So, ich kriege nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt werden die Aufgaben aufgedeckt. Ich habe bei meiner versagt. Habe wenigstens 4 Spielfiguren in Valhall vor Ragnarök. Ja, das wäre eine schöne Aufgabe für mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich keine Figur mehr verspiele, weil ich hätte nämlich noch 9 Siegpunkte bekommen, wenn der Typ nicht geplündert hätte. Also diese eine Entscheidung hat es komplett rumgerissen. Das Plündern, diese eine dumme Entscheidung von dir. So, jetzt wird Muspelheim vernichtet. Ja, diese gehen auch drauf. Warte. Deine durch Ragnarök getöteten Spielfiguren bringen dir die doppelte Menge an Ruhm. Ich krieg noch mal. Ich glaube, du hast gewonnen, Schatz. Nein, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Jetzt kommen aus Valhall wieder zurück. Ah, warte, ich würde normalerweise 4 pro jede durch Ragnarök getötet. Hier steht dran jeweils. Glaubt ihr, sie hat gewonnen? Was? 4, die doppelte 8. Das ist exakt, was ich jetzt gerade gezogen habe. Okay, jetzt kriege ich nochmal für 4 Ruhm dafür, dass ich die aus Valhalla wieder kriege. 1, 2, 3, 4. Valhalla ist wieder leer. Und jetzt kommt aber noch die Tatsache, dass du deine Werte gesteigert hast. Dafür kriegst du nämlich auch nochmal Ruhm am Schluss. Ich habe keinen von meinen in plus 10 oder plus 20 Bereich. Du hast einmal einen legendären Wert erreicht, nämlich in Hörnern. Richtig? Mhm. Ja. Dafür kriegst du 20. Also springst du von der 32 also direkt auf die 52. Sind die letzten 3 oder was? Sind die letzten hier. Und dann kriegst du nochmal, weil du noch 2 in 10ern hast, nochmal 20. Das heißt, du springst von der 52 auf die 72 und hast gewonnen. Das ist seltsam. Wenn ich nicht gehört hätte, hätte ich halt doppelt gewonnen oder was? Ja.
Okay, das sind eine Menge Faktoren, die man berücksichtigen muss bei dem Ja. Spiel, an die ich jetzt nicht gedacht habe, wie Du immer. hast trotzdem gewonnen. Aber ich habe dich zwischendurch wenigstens einmal überholt. Ja, also es war jetzt nicht so, dass es von Anfang an klar Ja, gewesen ich glaube, wäre. es wird mit mehr Spielern wird es noch viel krasser, wie man sich hier Ja, mit zwei prügelt. Spielern sind solche Spiele meistens ein bisschen Also noch eindimensional. auch wahrscheinlich Wie noch findest du es unvorhersehbar. denn jetzt? Ich finde super, dass es so schnell geht. Also dass auch wirklich die Züge und sowas alles schnell gehen. Ich Wir glaube, haben wir jetzt hätten. 50 Minuten Maximum Ja. gespielt. Wenn wir herausrechnen, dass ich dreimal an der Tür war, weil wir Post bekommen haben, waren es nur 40 Minuten, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man es ein bisschen sich mehr reingefuchst hat, zum Beispiel, weil ich habe jetzt gemerkt, am Ende, wenn ich vorher schon früher anfange, auch Orte zu plündern, bevor in Yggdrasil eine ganze Armee steht, die direkt einfallen kann, wenn ich das mache, kann man viel besser arbeiten. Dann kann man sich hier nämlich schon Punkte holen, die einem dann hier noch mehr Ruhm bringen und dann beim dritten kann man auch noch nachziehen. Das heißt, wenn man so das zweite oder dritte Mal da spielt, kann man da, glaube ich, wirklich überraschende Dinge machen und über die ganze Karte hüpfen. Am Anfang dachte ich, es ist ein bisschen unbalanced mit den krassen Karten, aber es gibt viele Dinge, die extrem krass sein können. Das heißt, es ist wirklich eine Glücksfrage und wie gut man das Spiel kennt, dass man auch einfach dann schnell an jemandem vorbeiziehen kann, von einem Zeitalter zum nächsten. Richtig krass. Und das Design ist der Hammer. Mir gefällt es wirklich gut. Und dir? Die Leute im Stream verstehen den Reiz des Spiels teilweise nicht so sehr. Es wirkt schon, also wenn man jetzt einmal zuschaut, ist es doch relativ simpel. Ja. Aber man kann ja auch mal was Simples spielen, nicht mit 80 Seiten Regeln. Ja, muss ja nicht jedes Mal. Ich habe am Wochenende Battlestar Galactica gespielt und wir haben, glaube ich, 5 Stunden gespielt. Nee, es waren 6 Stunden. 6 Stunden. Also du warst 6 Stunden weg. Ja, wir haben 6 Stunden Battlestar Galactica gespielt. Es hat Spaß gemacht, aber es war irgendwann der Punkt, weil alle anderen hatten vorher gekocht und gegessen. Ich habe gesagt, ich koche halt und esse nach dem Spiel. Fehleinschätzung irrsinnigen Maßes. Und so die letzten Runden saß ich nur noch da. Leute, denkt bitte nicht 2 Stunden darüber nach, welche Karte ihr jetzt spielt oder welche nicht. Ich habe Hunger. Gut, das wäre dann eine Wertung für Blood Rage. Ich würde es noch ein paar Mal spielen, bevor ich mich auf eine Wertung festlege. Aber gerade bin ich tendiere ich stark zu einer 8, einfach allein schon, weil es so geil aussieht. Du lässt und dich weil ja es mir Spaß von gemacht Form hat. over Content blenden. Mir hat es auch Spaß gemacht. Es Okay. hat für mich gut funktioniert. Und das ist ein Spiel, bei dem ich jetzt haushoch verloren habe und trotzdem Spaß hatte. Das heißt schon was, weil ich nämlich eigentlich ein ganz schönes Miststück sein kann, wenn ich verliere.